Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ja, heute stelle ich euch das Duel Monsters Expert 2006 Promoset vor. Und worum es sich dabei handelt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, heute stelle ich euch, wie bereits eingangs erwähnt, das Duel Monsters Expert 2006 Promoset vor. Das Video wird recht kurz und knackig und deshalb nutze ich die Gelegenheit, und jetzt kommt der wichtige Punkt, um euch am Ende des Videos nochmal über ein paar Neuerungen und über weitere Openings und Videoformate und im Allgemeinen einfach neuen Stuff zu informieren. Also ganz wichtig, bleibt bis zum Schluss dran. Es sind wirklich heftige Dinge, die in nächster Zeit auf euch zukommen. Und ich denke, das wird sich für jeden von euch lohnen und die meisten werden sich dadurch bombig unterhalten fühlen. Ja, jetzt kümmern wir uns erstmal um dieses Set hier. So, diese vier Karten stammen tatsächlich nicht aus Boostern, sondern es handelt sich hierbei um ein Promoset. Das ist ein Promoset, wo auch keine Varianz drin war. Also es war nicht so, dass du eine von vier Karten aus diesem Promopack ziehen konntest, sondern es waren fest alle vier Karten in diesem Promopack drin. Und zwar handelt es sich hierbei um das Promopack eines Spiels mit dem Namen Yu-Gi-Oh! Online, welches am 23. Februar 2006 ausschließlich und exklusiv in Japan released wurde. In diesem Set, beziehungsweise in diesem Spiel, beziehungsweise in der Deluxe Edition von diesem Spiel, denn nur dort konntest du das Ganze auch kriegen, war nicht nur das Spiel, sondern auch einmal das Structure Deck Warriors Triumph, also das Gedöns mit Guildford die Legende und ein Structure Deck Spellcasters Judgment, sowie eben das Spiel selbst und dieses Promopack mit eben diesen vier Ultimate Rares enthalten. Und die wollen wir uns jetzt kurz angucken. Es gibt tatsächlich nicht allzu viel dazu zu sagen. Wir gucken nur mal schnell, wie es aussieht und kümmern uns um den Preis. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende. Das sind halt einfach so ein paar besondere Karten, die sich momentan zunehmender Beliebtheit erfreuen. Und dementsprechend geht auch der Preis ordentlich nach oben. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Red Eyes Darkness Dragon. Ja, wir haben jetzt hier den Red Eyes Darkness Dragon W6SJP001, also die erste Karte aus diesem Set. Und das ist auch gleich die teuerste Karte. Also exzellent, dürft ihr so 310, 320, 350 Euro dafür bezahlen. Gar kein Thema. Dieses Exemplar ist tatsächlich nicht nur near mint, sondern tatsächlich absolut mint. Und dementsprechend kann man da auch gerne mal 400 oder 500 Euro für lassen, je nachdem, bei welchem Händler man es bekommt, bei welchem Anbieter man es kriegt. Denn das hier ist tatsächlich keine Karte, die irgendwie so breit zur Verfügung stünde, als dass es hier irgendwie so eine Art Market-Wert geben würde. In Japan gibt es ja ohnehin kein Market, zumindest keine ähnliche Seite, die mir da bekannt wäre, wo irgendwelche seriösen Preise angeboten werden und die halt von der öffentlichen Community sozusagen anerkannt wird. Aber das ist tatsächlich so der Preis, den man so roundabout dafür bezahlen darf. Also wirklich sehr, sehr teuer geworden, das Ding. Ich habe damals schon meine kompletten Kopien für alle wohlgemerkt in etwa so 60 Euro bezahlt, also jeweils. Es ist halt wirklich krass, was hier an Wertsteigerung stattgefunden hat. Ist natürlich auch eine Red-Eyes-Karte, dementsprechend Fan-Favorite und natürlich auch ein absolutes optisches Highlight. Ja, weiter geht's mit Vampire Genesis. Vampire Genesis ist natürlich bekannt aus der Serie und war ja das zweite Structure Deck, das damals, oder die Hauptmonsterkarte des zweiten Structure Decks, das halt damals auf den Markt kam. Wird man ja auch erkennen, also die Promos sind tatsächlich eben die jeweiligen Hauptmonsterkarten der ersten vier Structure Decks der GX-Zeit. Und darum dreht sich ja, glaube ich, auch das Spiel, also Yu-Gi-Oh! Online. Und ja, Vampire Genesis, da gab es ja, glaube ich, ein lustiges Duell auch in der Serie. Ich habe nur noch Bilder im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, wie diese Vampir-Tussi hieß, mit der sich Jaden da, glaube ich, duelliert hat. Müsste ich mal wieder gucken, den Anime. Auf jeden Fall wirklich, wirklich extrem cool gewesen, das Ganze. Und der Vampire Genesis, ja, den kriegt man so zwischen 30 und 40 Euro. Und das ist übrigens auch der Preisbereich, in dem hier der Infernale Flammenimperator und auch der Neo Daedalus liegen. Also die liegen alle so zwischen 30 und 40 Euro. Aber speziell der Vampire Genesis gefällt mir halt optisch einfach extrem gut. So, weiter geht's mit dem Infernalen Flammenherrscher oder Infernal Flame Emperor. Ein Ultimate Rare Preis, wie bereits gesagt, auch 30 bis 40 Euro nehmen. Und ich muss sagen, unglaublich cool als Ultimate Rare. Als Ultra Rare ist er so ein bisschen, eben wegen diesem Background-Gedöns. Es gibt keinen Background. Das Monster ist der Background. Also das verschmilzt irgendwie so ineinander, wie man sieht. Aber ein Ultimate Rare macht das so,
Also wirklich so krass was her, das ist der absolute Wahnsinn, ja. Vor allen Dingen diese inneren Teile, diese extrem hellgelben Segmente, die schillern einfach extrem heftig. Und ich muss sagen, das ist einfach ein Ultimate Rare Effekt der anderen Art. Also ich muss sagen, wirklich, wirklich, wirklich wundervoll. Cool designte Karte habe ich auch erst letztens wieder eine gekriegt tatsächlich von Rising Time. Der hat mir so eine kleine Collection mitgegeben für, ich glaube, 65 Euro. Da waren ein paar Ultimate Rares drin. Auch der hier tatsächlich unter anderem in wirklich hervorragendem Zustand, wo man sich nicht drüber beschweren kann. Und ja, ich muss sagen, schöne Karte. Das Promo-Set hat es in sich. Sowas sollten die auch mal tatsächlich bei uns bringen. Last but not least, der Ocean Dragon Lord Neo Daedalus. Ja, richtig cool. Von dem habe ich übrigens ein Exemplar zur Abgabe, das nicht hundertprozentig meinen Standards entspricht. Falls ihr an so einem Interesse habt, meldet euch doch bitte via Instagram. Instagram, also den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten seht ihr den Namen da unten. Genau, also Ozeanherrscher oder Ozeandrachenherrscher Neo Daedalus, auch in Ultra Rare bei uns rausgekommen, hier tatsächlich auch wirklich wunderschön, hier dieses Blau mit dem Rot und so, also das ist tatsächlich auch für die damalige Zeit ein sehr detailreiches Artwork gewesen, ne, wenn man mal guckt, wie minimalistisch normalerweise früher die Designs waren, aber das hier ist halt wirklich der absolut krasse Oberhammer, also wirklich, wirklich heftig vom Design her, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut und auch wie dieser Metallic-Look unten von seinem Body, so wie das hier, wenn man das so schwenkt, wie das dann so mitgeht, irgendwie so mega cool. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, natürlich preislich auch, Nearmint bis Exzellent so 30 bis 40 Euro. In der Regel rechne ich das dann halt mit 35 ein, trifft man sich in der Mitte. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Ja, und das ist auch die letzte Karte dieses Promosets gewesen. Ja, im Prinzip war es das auch schon wieder. War ein kurzes und knackiges Video. Ich wollte euch das Set einfach mal vorgestellt haben, euch so ein bisschen die Background-Story dazu erzählen. Ich finde, das ist ein Set, das gewürdigt gehört, das vielleicht bekannter werden sollte. Die Karten werden momentan immer teurer, speziell so im OCG-Sammlermarkt. Also ich sag mal so, speziell OCG-Sammler kennen das Set ja. Die sind ja da ein bisschen mehr in der Materie. Es ist Leute, die sich nur mit dem TCG beschäftigen tatsächlich. Und ich möchte das Set aber weiter raustragen in meiner Abonnentschaft, weil das ist wirklich ein schönes Set, so roundabout zwischen, also ich sag mal je nach Zustand 400 und 600 Euro dürft ihr dafür locker blechen, wenn ihr das komplette Set haben wollt. Also einfach, aber ein herrlicher Anblick, wenn man das dann zum Beispiel so in die Vitrine stellt oder so, einfach eine wunderschöne Sache und die Karten harmonieren tatsächlich auch optisch extrem gut, wenn sie so nebeneinander liegen. Ja, jetzt möchte ich mich aber noch mal ganz kurz mit etwas anderem beschäftigen und zwar gibt es ein paar Neuigkeiten. Zunächst mal, dieses Video existiert nur, weil ein anderes Video nicht geklappt hat. Ich bin nämlich gerade dabei, die erste Pilotfolge zu Yu-Gi-Oh! History zu drehen. Das ist enorm aufwendig tatsächlich. Ich habe jetzt den kompletten Tag daran gedreht, wenn man so möchte, nur um dann festzustellen, dass mir das Setup nicht gefällt, denn das hier ödet mich langsam etwas an. Das bedeutet, hier wird jetzt erstmal grundlegend umgebaut. Tatsächlich den Opening-Teil sowie den Eingang, sage ich mal, der ersten Folge Yu-Gi-Oh! History, den werdet ihr noch in diesem Setup sehen, da dieser Part aufgenommen ist und ich den nicht nochmal drehen kann, da ich das Päckchen jetzt ja schon aufgemacht und geopenet habe sozusagen. Das heißt, da werde ich dann das bereits vorhandene Videomaterial hernehmen. Aber ab dem nächsten, also ab dem übernächsten Video wird dann hier ein anderes Setup tatsächlich herrschen. Denke ich mal, glaube ich mal. Also ich werde wahrscheinlich nur die Matte tauschen, wieder gegen meine alte House of Cards Matte, die ich selbst designt habe. Das sieht dann wieder so ein bisschen altägyptischer aus. Genau, das wäre es im Prinzip dazu gewesen. Weiter geht's mit einer weiteren Info. Habe ich hier oben was stehen. Ihr seht hier, ich habe hier ein Display Hidden Arsenal 5. Ich habe bei meinem Händler Rising Time alle weiteren Hidden Arsenal Displays geordert. Also auch das 1, 2, 3, 4, 6 und 7er Display für insgesamt knapp über 1000 Euro. Und da werden wir eine Hidden Arsenal Week machen. Das bedeutet, da wird etwas länger Funkstille sein, weil ich die ganzen Videos vorab abdrehen muss. Und ihr wisst ja, wie aufwendig Openings mit den ganzen Beauty-Shots zu drehen sind. Und da wird es jeden Tag eine Woche lang ein Opening geben, immer von einem Hidden Arsenal Set. Also eben Montag fangen wir mit dem 1er an und hören dann am Sonntag mit dem 7er auf. Und das möchte ich alles vorproduzieren, denn wenn ich das so just in time produziere, dann komme ich ziemlich aus der Puste. Das ist Info Nummer 2 und Info Nummer 3. Die finale Info ist, ich habe beim lieben Erik, meinem eigentlichen OVP-Händler, von dem ihr jetzt schon lange nichts mehr gehört habt, habe ich mir 2 Displays Ancient Prophecy rangekauft, sowie 4 Special Editions Ancient Prophecy.
Eins dieser Displays werden wir sealed lassen für eine irgendwann folgende Folge Yu-Gi-Oh! History. Und ein Display sowie die 4 Special Editions werden wir öffnen. Das heißt 24 Booster plus nochmal 12 Booster und ich glaube eine Promokarte natürlich auch, werden wir dann daraus auf jeden Fall noch öffnen. Und ich denke, dieses Opening wird es auch richtig in sich haben. So, das waren die Infos, die ich euch im Prinzip mit auf den Weg geben wollte. Ich wollte jetzt heute am Sonntag unbedingt ein Video bringen. Deswegen habe ich mir gedacht, scheiße, das funktioniert jetzt irgendwie nicht mit dem Yu-Gi-Oh! History-Ding, weil das doch aufwendiger ist, als du gedacht hast. Und ich will da noch ein paar Einblendungen machen und so weiter. Was machst du denn jetzt? Und dann ist mir gekommen, dass ich ja dieses Video eigentlich noch in der Pipeline habe, das ich unbedingt noch machen wollte. Und das eigentlich eine kurze und knackige Angelegenheit ist. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, hau ich das heute raus. Ja, was ist eure Meinung zu dem Set? Gefällt euch das Set? Habt ihr vielleicht ein paar Karten davon? Hättet ihr Lust, das zu komplettieren? Ich finde es großartig. Es ist ein wunderschönes OCG-Set in einem hervorragend hochwertigen Ultimate Rare Print. Und die in den guten Zuständen zu finden, ist tatsächlich relativ schwierig. Okay, die drei Herrschaften findet man ab und zu noch in Excellent bis Niemand. Der hier wird aber schon etwas schwerer. Wenn man den PSA Grade zum Beispiel kaufst, dann bist du auch gleich wieder bei einem Tausender. Ich muss es, glaube ich, nicht weiter kommentieren. Jedenfalls, sehr schöne Angelegenheit, finde ich. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin, macht's gut und haltet. Ernsthaft, Discord? Jetzt? Jetzt?